Hallo Leute, nachdem ich immer auf der Suche nach guten In-Ears ohne Kabel bin, sind mir die Orcase Bluetooth 5.0 In-Ears, so heißen die Teile leider, empfohlen worden. Hier ein kurzes Review über die Orcase. Viel Spaß! Hier ist das kleine Schächtelchen. Das Case. Man kann sie auch schließen und dann sind die Dinger wirklich gut verpackt und man kann sie mit USB-C laden. Das ist schon mal ein großer Vorteil. Key-ladbar sind sie auch, man sieht sie unten. Und die Ladeanzeige. Jetzt noch ein paar kleinere Details. Sie haben Wiedergabezeit von 7 Stunden. Mit Case insgesamt 24 Stunden. Sie haben dynamische Treiber mit Graphenmembran für den tieferen Sound. Sie sind IPX5, wasserfest. Sie haben wie gesagt Tasten an den Seiten für vor und zurück, laut und leise. Und sie besitzen drei paar Ohrstücke, Small, Medium und Large, genauso wie die kleinen Ohrbügelchen, das sind die auch in Small, Medium und Large. Ich zeige euch jetzt mal, wie die Teile aussehen. Eigentlich von der Form her relativ klein. Sie werden magnetisch im Case gehalten, wie die AirPods, so ähnlich wie die AirPods von Apple. Hier ist vorne, sieht man nochmal die Ladeanzeige. 4 Leuchtdioden. Dann kann man die Teile auch wie gesagt bedienen, vorne hier drauf tippen oder hier drauf tippen für laut und leiser. Man muss nur tippen, also nicht drücken. Sie sind mal wie gesagt magnetisch gehalten. Das heißt, ich kann die Teile eigentlich normal nicht verlieren. Und man die schnappen regelrecht ein, also wenn man sie dann auch schüttelt, jetzt probieren wir das mal, ja genau so, nee, die halten fest, also alles kein Problem, also sollte eigentlich das, und dann drehe ich auch nochmal die genau zu und sicher verstaut. So, jetzt kommen wir mal nochmal zum Klang, also der Klang ist sehr ausgewogen. Je besser man, also die Geräte natürlich, die Ohrstöpsel ins Ohr drückt, desto tiefer wird auch der Bass. Also dafür helfen die unterschiedlichen Größen der Ohrmöppelchens. Und ich muss sagen, also zwischen den AirPods und den Orcase viel Klangunterschied ist da nicht. Also das heißt, die klingen genauso gut. Die Beats zum Beispiel von Apple, die neuen, die klingen noch einen Ticken besser, klarer als die Orcase. Nur preislich ist das natürlich ein Riesenunterschied zu 250, zu 100 Euro. Man kann sie auf jeden Fall weiterempfehlen. Ich würde sie auf jeden Fall wieder kaufen. Sie sind hervorragend. Mehr kann man über In-Ears erstmal nicht sagen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen weitergeholfen bei der Suche nach guten In-Ears. Mit leicht sollten sie halt noch sein, sind sie. Wenn irgendwelche Fragen sind, einfach kurz eine Mitteilung an mich. Ich versuche sie zu beantworten. Bis dann. Ich wünsche euch was. Ciao.